Und er sagt, es kann sein, Herr Gysi, da ist bei mir irgendwas gebrochen. Aber so ein eindeutiges Erlebnis gibt es nicht, sondern es war diese ganze Richtung, Ja, diese aber ganze wie Strömung. gesagt, ich fand den de Gaulle gut. Ich fand Konrad Adenauer, den habe ich ein einziges Mal erlebt, als an der Ostsee, wo wir in Urlaub waren, kurz vor Mauerbau, wo mich mein Vater mitgenommen hatte. Ich fand die irgendwie großartig. Und es hat sich eigentlich später bei mir verdichtet, auch dass die den Ganzen wieder eine Chance gegeben haben. Sie haben mich nach meinen Eltern gefragt, dass man wieder anfangen konnte. Ich mochte diese Verdammungsurteile nie. Deswegen habe ich auch nach 89 die SED-Leute verteidigt. Die Deutschen sind ja immer so tapfer im Widerstand im Nachhinein. Sie waren der jüngste Stadtrat in München. Und nie, das muss man wirklich sagen, ein konformer Parteisoldat und eckten auch schon früh an. Das finde ich spannend. Sie verloren 6 Wahlen zum Vorsitzenden der Jungen Union Bayerns. Also, erstens wurde An mit. einem Nachmittag. Ach, die waren alle an einem Nachmittag? Ja. Aber wieso sind Sie denn 6-mal angetreten? Können wir über was anderes sprechen, bitte? Ja. Das ist doch schon eine Weile her. Wieso, sage ich da so? Nein, das finde ich aber ganz nett, ehrlich gesagt. Und wie lernten Sie eigentlich persönlich Franz Josef Strauß kennen? Ja, von dem Strauß war ich ein großer Fan. Das war so 1967 in meiner Schulklasse ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ich war dann, wie ich RCDS-Vorsitzender war, da waren wir natürlich gegen das Badische Hochschulgesetz und so weiter und so weiter. Und dann hat er mich mal reinzitiert. Das war eigentlich für mich ein großer Tag. Und das sollte so, also das war kurz nach noch Große Koalition oder irgend so was, 68, 69. Und das sollte so ein 10-Minuten-Fototermin sein. Der Vorsitzende empfängt die junge kritische Generation. Und dann hat er aber gleich gesagt: Was haben Sie da gesagt? Ja, und dann wurden aus den 10 Minuten hat er einen fetzen Streit mit uns angefangen. Und dann wurde Panik gesagt und dann nein, nein, nein! Und dann wurde das lang und intensiver und das wurde eine halbe Stunde, Stunde und das Büro war katastrophal und wir haben da rumgestritten und da wurden dann 2 Stunden draus und mich hat das tief beeindruckt, dass ein Mann von dieser Rangordnung und Größe, der war ja doch einer der zentralen Politiker der Bundesrepublik, da sich so auch so einbringt und très échauffement hat. Und ich war dann Vorsitzender von den RCDS-Leuten und 12 Monate später bekam ich, war mein Vater gestorben, bekam ich das Angebot von der CSU-Landesleitung, Referent zu werden, neben meinem Studium. Und die APO-Leute dann haben gesagt, ja, Gauberler, jetzt haben sie dich richtig eingekauft und hatten aus ihrer Sicht ja auch recht. Und dann wurde ich Referent für besondere Aufgaben. Erst war es Jugendreferent, dagegen hatte die Junge Union protestiert, 6-mal. Und haben wir tolle Sachen gemacht bei ihm und seitdem habe ich ihn immer wieder erlebt. Und das war ein großartiger Mann. Wie schätzen Sie heute seine Rolle in der Geschichte der Bundesrepublik ein? Also zu den 20 Leuten mit dem deutschen Pass, die mit dazu beitragen, dass wir alle hier in diesem Raum zusammen sind. Und der Gregor Gysi PDS-Vorsitzender ist und wir darüber reden, wie das alles war, glaube ich schon, dass der Strauß dazu gehört. Ich glaube, dass die Grundentscheidungen von ihm bis in den 50er Jahren losgingen. Ich habe mit ihm da viel drüber geredet und lange erzählt. Und die Amerikaner wollten ja unter dem Eindruck des Koreakriegs so eine German-Fremdenlegion gründen. Und er war ja einer derjenigen, der sagte, wenn überhaupt, dann nur eigene Streitkräfte, selbstständig, mit eigenem Oberbefehl.
Und dann die Atomdebatte. Ich habe mal mitgebracht, ich weiß nicht, ob Sie kennen, das ist leider schon tot, auch ein alter Freund von mir, Ernst Schumacher, Professor an der Humboldt-Universität, alter Kommunist und war für die DDR im Penn-Zentrum. Der hat ein Buch geschrieben, das dann nach der Wende erschienen ist in Bayern, von dem Strauß-Biografen Möller beim IFO-Institut rausgebracht worden. Das Buch heißt Mein Brecht. Und er hat in dem Buch auch reingeschrieben, seine Gespräche mit Brecht, dessen Assistent er war, 1954, über die westdeutsche Wiederbewaffnung. Und da wollte er den Brecht immer dazu kriegen, dass er nach dem Stück Leben des Galilei ein Stück schreibt, Leben des Einstein. Wo dann Brecht auch einige Bruchstücke geschrieben hat. Und er sagte, und der Strauß, der junge Atomminister Strauß, fängt jetzt an, wieder auf die Kernkraft zu setzen. Und Brecht sagte dann, ja und? Die DDR hat doch gerade auch eine eigene Atomkommission gegründet. Und da kam dann diese Debatte, Gleichgewicht des Schreckens, die Strauß'sche Theorie, die gefühlsstarken Strauß-Gegner glauben das nicht. Bundeswehr ist eine Kriegsverhinderungsschule. Deswegen war er in den 60er Jahren massiv dagegen, dass die Bundeswehr auch nur bei einem Einsatz der UNO, da war es eine Zypernfrage, mitmacht. Da hatte der Bundeskanzler Erhard schon dem amerikanischen Präsident Johnson zugestanden, dass im Vietnamkrieg ein Sanitätstrupp der Bundeswehr eingeschaltet wurde. Ist alles von Bayern aus wegen dieser Grundsätzlichkeit unterbunden worden. Und dann später die Entscheidung, dass wir mit denen unseren eigenen Compromesso Historico, historischen Kompromiss schließen. Wir waren da intern bei ihm gesessen und hat einer gesagt, ja, aber da durften dann die DDR darüber reisen. Gibt es eine junge Physikerin, die hat dann auch zu ihren Verwandten reisen können, ne? Hamburg. Und dann sagte einer, ja, aber Herr Ministerpräsident, wenn die jetzt da alle kommen, die schicken doch nur 150-Prozentige rüber zu uns. Schatz, das kann durchaus sein, aber wer von denen einmal im Kaufhaus Oberpollinger in der Münchner Fußgängerzone war, ist für die Sache des real existierten Sozialismus verloren. So, ich habe mit DDR-Regierungsmitgliedern geredet. Mit denen bin ich durch München durchspaziert und die sagen, ah ja, bei Ihnen ist ja nichts zerstört worden. Ja. Ja. Möchten Sie mal wissen, wie das ausgeschaut hat? Und ich glaube, diese zweigleisige Geschichte, die hat euch viel geholfen. Wissen Sie, dass ich eine Unterlage gefunden habe, aus der sich ergab, was die Grundübereinstimmung zwischen Honecker und Strauß war? Mhm. Also wenn es dann stimmt, was da drin stand. Mhm. Und zwar wussten beide, dass sich die USA und die Sowjetunion einig sind, wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, dann beginnt, hier bei uns. Beginnt er in Deutschland. Das war, ja. Und dann ist Deutschland weg und sie haben dann 48 Stunden Zeit zu verhindern, dass es nach Polen und nach Frankreich überschwappt. Ja. Und das wollten beide nicht. Ja, und ich habe den Honecker kennengelernt persönlich, wie er in München war. Großer Empfang. Ich war für die Sicherheit des Staatsratsvorsitzenden verantwortlich. Und ich weiß auch noch alle, wie da alle unbedingt eingeladen werden wollten. Und Generalstaatsanwalt und die Ehefrauen und alles Mögliche, die dann später da die Strafverfolgung mit organisieren wollten. Und da ist die ganze Heuchelei auch dahinter. Und da war das Thema. Je wahrscheinlicher der Krieg, je deutscher die Raketen. Richtig. Und der Strauß und der Honecker hatten sich zum ersten Mal erlebt 1946. Ach was? 1946, bei einer Jugendkonferenz. Da haben die Besatzungsmächte Jugendreferenten und Jugendfunktionäre, der Kommunisten und einen aus der CSU, bei irgendeiner Konferenz in irgendeiner Kleinstadt. Und da haben sie sich zum ersten Mal in Erinnerung visuell überhaupt erlebt gehabt. Und
durch irgendeine gütige Fee hat erreicht, dass die sich gut verstanden. Das stimmt. Mir hat der Egon Krenzer mal erzählt, wie der Strauß starb. Da wollte der Honecker unbedingt nach München kommen und wollte bei dem Trauerzug mitgehen. Und Egon Krenz hatte die Aufgabe und den Auftrag des Politbüros, ihm das auszureden. Nur wenn Sie sich denken, der Strauß starb am 3. Oktober und was dann 24 Monate später war. Ja. Und ob Sie den Honecker so hätten behandelt können, wie Sie ihn behandelt haben, wenn der da in der Creme de la Creme durch München gezogen wäre. Das steht mal auf einem anderen Blatt, aber das ist eine andere Geschichte. Man nennt es postfaktische oder alternative Geschichtsschreibung oder Geschichtsdenken. Übrigens, Herr Gaumeiner, obwohl Sie deutlich jünger sind als ich, haben Sie im Unterschied zu mir Erich Honecker erlebt. Ich nie. Deswegen sage ich es ja. Und zu meinem 70. Geburtstag hat jetzt der Präsident des Bundestages Schäuble gesprochen und hat gesagt, Ende 91 war ich bei ihm. Der Schäuble würde bei mir nie sprechen, das ist der Unterschied. Da hat er auch Gründe. Ich muss sagen, der Witz ist, dass er dann sagte, dass ich ihm dann erzählt habe, wie Honecker ist, weil ich den ja kannte, im Unterschied zu ihm. Das ist wirklich ein bisschen grotesk, macht aber nichts.